Herzlich willkommen auf dem 36. Dogfest München, dem Dogfest at Home. Willkommen hier im Silbersaal. Eigentlich hätten wir hier ein Kino haben wollen, wo wir die Filme dem Publikum vorführen wollten. Jetzt ist alles anders gekommen. Wir haben jetzt die Chance bekommen, hier unser Festivalzentrum einzurichten und von diesem Festivalzentrum aus führen wir unsere Filmgespräche. Mein Name ist Daniel Sponsel, ich bin der Festivalleiter und ich freue mich außerordentlich auf ein Filmgespräch mit Thomas Imbach, dem Regisseur des Films Nemesis. Thomas, grüß dich, herzlich willkommen. Hi, Daniel. Hallo Thomas, wo sehen wir dich, wo sitzt du, wo treffen wir dich? Ich bin in Zürich in meinem Atelier, ja. Also da in die Richtung der Kamera ist das Fenster, wo ich während 7 Jahre gefilmt habe. Da sind wir schon mittendrin. Aber ja. Zu der Arbeitsweise kommen wir noch später in dem Gespräch. Nemesis ist ja in der griechischen Mythologie die Göttin für gerechten Zorn, für ausgleichende Gerechtigkeit, aber auch wird ja auch gerne als Rachegöttin interpretiert. Welche Interpretation ist dir am liebsten? Oder aber am Ende deines Films, wenn dann das Richtfest ist, sehe ich einen Mann mit einem T-Shirt Nemesis. Also dein Titel, wie möchtest du den interpretiert haben? Ja, du hast den Film total gespoilert und ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, einen Film zu drehen mit dem Titel Nemesis, bevor ich nicht diesen Bauarbeiter mit dem T-Shirt Nemesis und er hat mir einfach den Titel geschenkt. Ja, und es gibt sehr viele Bedeutungen dieses Titels im Film und deshalb habe ich ihn genommen, weil er so unerschöpflich reich ist und auch zu unserer Zeit passt, obwohl das damals noch nicht die Pandemie war. Aber jetzt im Nachhinein funktioniert der Titel noch besser. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur, weil der Titel so im Film auftaucht. Ja, sonst fände ich das viel zu prätentiös, so einen Titel zu nehmen, einfach so. Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, weil ich nicht so denke. Das Bild kommt ja sehr, sehr spät im Film, beim Richtfest halt. Und was mache ich als Zuschauerin oder Zuschauer, wenn ich jetzt dieses Bild verpasse? Und ich empfand es dann als Inspiration für den Film. Aber natürlich habe ich den Titel darüber hinaus gelesen. Aber das ist dir ja nicht unrecht, diese Interpretation. Genau. Es ist natürlich, ich war mir schon klar, dass nicht 100% der Leute dieses T-Shirt sehen. Aber doch mindestens die Hälfte. Und ja, es ist ein Titel, den kennt man aus Mainstream-Filmen, Literatur und es ist einfach ein großer Assoziationsreichtum, der aufgeht mit diesem Titel und das fand ich auch insbesondere, wenn man das noch nicht weiß, spannend, dass man diesen Titel so mit sich rumträgt, bis er sich dann einlöst. Ich finde ihn auch sehr trefflich, den Titel. In Minute 18 formulierst du in dem Kommentar einen Schlüsselsatz für mich. Da sagst du, mein Vorsatz für das neue Jahr, ich will nicht zulassen, dass die Vergangenheit vergessen wird. Die Frage, die sich mir da stellt, ist, inwieweit möchtest du tatsächlich über die Vergangenheit und die Vergänglichkeit auch erzählen, über diesen Zeitraum von 7 Jahren? Und wie sehr konfrontierst du aber auch die Vergangenheit mit der Gegenwart und vor allen Dingen mit der Zukunft? Gut, also in diesem Film ist ja das nicht, ist das sehr konkret. Ja, ich habe diesen Film gemacht aus einem einzigen Grund. In dem Moment, wo mir bewusst war, dass die Dächer des alten Güterbahnhofs von meinem Fenster einstürzen werden. In dem Moment habe ich mich entschlossen, die Kamera wieder aus dem Schrank zu nehmen, weil ich ja schon mal während 15 Jahren bei mir aus dem Fenster gedreht habe und diese Arbeitsweise auch gekannt habe und nie daran gedacht hätte, das weiterzufahren. Aber eben in dem Moment, wo dieser grobe Eingriff passiert ist, fühlte ich mich verpflichtet, Zeugnis abzulegen. Ja? Und es war ja damals noch nicht hundertprozentig sicher, dass das Gefängnis und Polizeizentrum gebaut wird. Es wurde einfach mal abgerissen. Und dann habe ich diesen Prozess begleitet, weil es mir wichtig war, diesen Güterbahnhof, der immerhin unter Denkmalschutz stand und immerhin über 100 Jahre alt war und zu einem auch für mich vertrauten Nachbarn geworden ist, wenn der sich einfach so
verabschieden muss. Ja. Und so habe ich dann auch diese Erzählung gelesen, die du jetzt vorher zitiert hast. Ja. Dass es, ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass im Jahr 20, also gut, das war ja dann 13, dass es möglich ist, so ein megalomanisches Projekt in der kleinen Schweiz, im mittelgroßen Zürich, einfach ein Projekt, das auf dem Schreibtisch der Administration geboren wurde und mit politischen Tricks dann Volksabstimmung gewonnen hat. Diesen Prozess konnte ich im Film nicht erzählen, weil das zu kompliziert war und auch sogar für hiesige Zuschauer nicht nachvollziehbar, weil die Abstimmungen wurden nur gewonnen, weil es um etwas anderes ging. Also es war ein Kuhhandel und das war dann das Bauernopfer hier. Und ja, ich habe mich einfach verpflichtet gefühlt, diese Geschichte mitzuverfolgen. Also eigentlich ähnlich wie im Film kommt ja mal diese Kupferbox vor, diese Zeitkapsel. Ja. Unter das neue Gefängnis- und Polizeizentrum wird eine Kupferbox als Zeitkapsel einbetoniert mit Handschellen drin, einer Zeitung und sonst was die Regierung alles noch so. Der Spiegel. Genau. Der Spiegel. Ja, zum Sicher. Was die Regierung das Gefühl hatte damals, ist dann in ein paar hundert Jahren, wenn das Gefängnis wieder abgebrochen wird, interessant für unsere Nachkommen. Ja. Und so ist mein Film ein Teil dieser Kupferbox. Ja, schöne Analogie. In dem Film lässt du deine Assistentin sagen, dass sie sich Sorgen macht, weil du dich so sehr auf die Vergangenheit fokussierst. Und tatsächlich ist der Film ja einerseits wirklich eine Geschichte der Schweiz sogar. Es ist Teil deiner Familiengeschichte, wie du an der uns teilhaben lässt. Und du verbindest es mit der Geschichte von Migrantinnen und Migranten. Und da ist jetzt die Frage, die ich habe, der Julien, der Giovanni und der Murat, wo hast du die gefunden? Also wie dokumentarisch sind da die Spuren oder ist das ein Ensemble aus anderen Quellen? Nee, die sind schon so dokumentarisch. Also das heißt, ja, es gibt ja einen Teil im Film, wo ich traure um den alten Güterbahnhof. Und da gibt es diesen Moment, den du jetzt zitiert hast, wo Lisa mir sagt, hey, es gibt auch eine Zukunft. Ja. Und ich habe mich dann begonnen, damit auseinanderzusetzen, wer kommt, wer sind meine neuen Nachbarn, ja, vor allem jetzt im Gefängnis, ja, Polizisten kennt man ja, aber wer sind meine neuen Nachbarn im Gefängnis? Und zu der Zeit hat Lisa mit mir gearbeitet auf einem anderen Film und sie hat als private Tätigkeit, als ihr persönliches Engagement, ging sie jahrelang in den Flughafen Ausschöpfungshäftlinge besuchen, ja. Einfach um mit denen zu sprechen. Und sie hat eigentlich dann auch im Lauf dieser Jahre, wo wir zusammengearbeitet haben, diese Testimonials gesammelt. Ja. Und ein paar der Leute sind noch in der Schweiz, ein paar wurden ausgeschafft, dann definitiv und waren nicht mehr auffindbar. Aber natürlich ist das stark verdichtet, das Material, aber die Figuren stimmen und das Material stimmt, ja. Ja, genau. Jetzt sind da, ist das auch eine ganz starke Textarbeit, also ein. Ja, auch poetischer Text, sehr, sehr pointiert, auch gerade die O-Töne der Migrantinnen und Migranten, aber auch deiner Familiengeschichte. Die Quellen für die Familiengeschichte sind klar, die Quellen bei den Migrantinnen waren dann Interviews von der Lisa oder worauf hast du dich bezogen? Und wie ist es dann zu dem Text gekommen? Also wie hast du an dem Text gearbeitet? Also sie hat diese Ausschaffungshäftlinge besucht und hat sich notiert, ja. Ein paar Leute hat sie sogar aufgenommen, wo wir sogar zum Teil mit Bandaufnahmen gearbeitet haben. Aber es waren dann sehr lange Protokolle, die ich zusammengeschnitten habe. Also einfach verdichtet habe, ja. Jetzt ist die Verbindung zu der Geschichte der Migrantinnen und Migranten ja so ein Schlüssel. Zugang zu dem Film, der sich nicht automatisch ergibt, also der zu deiner Familiengeschichte ist möglicherweise fast noch näher und zu allen Dingen zu der Geschichte der Schweiz und dieses Ortes. Das ist dir aber ein zentrales Anliegen in dem Film, diesen Bogen zu schlagen, aufgrund des Ortes. Ja, vor allem aufgrund meines zukünftigen Nachbarn des Gefängnisses und vor allem, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wer bevölkert, für wen bauen wir das, ja. Und es gab dann auch politische Diskussionen in der Schweiz. Es gab diese sogenannte Masseneinwanderungsinitiative. Es gab eine starke rechte Bewegung auch bei uns.
Und es gibt das, was ich am Film auch reflektiere, die Tatsache, dass über 70% der Gefängnisinsassen bei uns Ausländer sind. Und so hat das eine das andere ergeben. Ja. Und ich war einfach froh, dann dieses Material zu haben, mit dem zu arbeiten. Früher wollte ich sogar auch noch Politik in einen Film bringen, aber eben, das habe ich erzählt, das war zu kompliziert. Ich habe dann für mich entschieden, den Film als eine universelle Geschichte, ja, von einem Übergang von einem alten Bahnhof in ein technoides neues Gefängnis zu erzählen, das gar nicht unbedingt so mit Zürich zu tun hat. Also es hat sehr viel mit Zürich zu tun, aber wir haben ähnliche Entwicklungen, die Mauer in Israel, die Mauer in Mexiko, das sind alles so Versuche, die aktuelle Situation irgendwie mit Beton in den Griff zu bekommen. Ja? Und das war eigentlich bei mir vor der Türe genau der Fall und deshalb habe ich das so reflektiert. Und, ja. Ja, das ist für mich auch die große Qualität des Films, dass du mir da den Freiraum gibst, also die Dokumentation der Abrissarbeiten und Bauarbeiten sind ja das eine, die du da beharrlich begleitest, 7 Jahre lang. Und das andere ist dann die Brücke zu schlagen eben zu der Zukunft des Ortes und was dahinter steckt. Und das ist für mich eine große Qualität. Die Frage ist, ab welchem Moment, in dem du das erste Mal die Kamera eingeschaltet hast und diese Abrissarbeiten ja einfach nur erstmal dokumentiert hast, wo kam dieser Bogen, dieser Schlüssel, dass die Geschichte der Migration eigentlich der wesentlichste Teil oder diese Brücke dazu Teil deines Films ist? Also noch ganz kurz vorab, ich habe natürlich nicht einfach die Abbrucharbeiten dokumentiert. Ich habe ja damals sogar, wo das begonnen hat, eine zusätzliche Kamera organisiert, die 150 Bilder pro Sekunde, damit ich das schön in starken Slow-Mo drehen konnte. Also ich habe das schon inszeniert, auch für die Kamera und sehr viel auch dann mit Verschnellerungen in der Kamera. Also, und zunehmend während dem Drehen eigentlich mir eine Art Drehbuch entwickelt, wo ich nur das gedreht habe, worauf ich länger immer gewartet habe. Und die Geschichte mit den Migranten, Ausschaffungshäftlingen, sage ich eher, weil es sind ja Gefangene, ist eigentlich relativ früh, hat es schon begonnen, in dem Moment, wo ich über den alten Güterbahnhof recherchiert habe und wo ich herausgefunden habe, dass der alte Güterbahnhof 1897 von Italienern gebaut wurde. Und bei uns in der Schweiz geht man immer noch davon aus, ja, die Italiener kamen in den 50er Jahren. Ja, aber dabei waren sie schon hier im 19. Jahrhundert und haben das ganze Eisenbahnnetz, den Gotthardtunnel, alle Bahnhöfe gebaut, ja. Und dann gab es diese interessante Geschichte mit dem Italiener Krawall, das kommt ja im Film auch vor. Und da war eigentlich für mich der Sprung klar, dass ich auch in die Jetztzeit diese Geschichte weiterführe und dass eigentlich die Migranten, die 1897 den alten Güterbahnhof gebaut haben, jetzt ein Gefängnis bauen für ihre eigenen Leute. Dieses Material hast du in Archiven gefunden, also auch die Geschichte, die du da erzählst über ein Pogrom, sage ich jetzt mal. Wie viel? Oder? Nee, die hast du in dem Archiv gefunden. Du erzählst du erzählst eine kleine Episode, eben diese Italiener-Krawalle, ich nenne es mal Pogrom, das hast du in dem Archiv gefunden. Nein, es ist kein Pogrom, es ist so, es war eine Auseinandersetzung zwischen Schweizer und deutschen Arbeitern mit italienischen Einwanderern. Ja. Und es war einfach so, es hat begonnen mit diesem... dass ein Schweizer hat sich zum Sport gemacht, Italiener zu knüppeln, ja, zu schlagen, bis ihm ein Italiener das Messer in den Bauch gesteckt hat und das gab dann den Krawall. Ja. Das ist ja auch in deinem Film. In dem Sinne, es war aus der gesellschaftlichen Antagonismus herausgewachsen und nicht, weil die Regierung so oder so etwas entschieden. Aber in deinem Film, in der Erzählung liegt es natürlich schon die Wurzel nahe. Der Ausländerfeindlichkeit, der Gastarbeiter. Interessant ist ja, wir sagen in Deutschland ja Abschiebehäftlinge und ihr sagt Ausschaffung. Das ist ja, das meint das Gleiche. 7 Jahre hast du die Abrissarbeiten gefilmt, wie du jetzt erläutert hast, mit verschiedenen Methoden. Nicht nur nicht die Abrissarbeiten waren nur ein paar Monate. Also den ganzen Prozess, Entschuldigung. Transformation vom alten Bahnhof. Die Transformation vom Abriss über die Bauarbeiten. Natürlich hast du komplett selber Kamera gemacht, du bist ja auch im Abspann so genannt. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, über diesen Zeitraum von 7 Jahren, dass
du Entscheidungen triffst, wo sitzt du, wie bist du positioniert, um zu sagen, heute drehe ich und jetzt drehe ich in dieser Sekunde und in der Minute nicht. Also das ist ja ein extrem langer Zeitraum, in dem sehr viel passiert. Wie hast du da gearbeitet? Ja, gute Frage. Das Einzige, wo ich wirklich gewusst habe, das muss ich einfangen, war der Sturz dieser Dächer. Ja, weil die Dächer waren für mich wie Wellen eines Meeres vor meinem Fenster. Und das hat mich immer sehr inspiriert, hier zu leben, so lange schon. Seit dem Fall der Berliner Mauer bin ich ja hier. Und diese Dächer, da muss ich zum Teil längere Stunden mit dem Finger am Abzug warten, bis so ein Dach dann einstürzt, weil heute nicht mehr einfach alles einstürzt zusammen, sondern es wird alles fein säuberlich getrennt und es war dann nicht so absehbar, wann die nächste Stütze gezogen wird. Aber der Rest des Films, dann die 6,5 Jahre danach, gab es diese Situation eigentlich nicht mehr. Später wieder bei den Arbeitern, wo ich wusste, am Morgen um 7 gehen sie, dann kommen sie am Mittag um 12, wo ich mir einzelne auch ausgesucht habe und die verfolgen wollte. Aber sonst eigentlich 90% der Zeit habe ich an anderen Filmen gearbeitet und hatte seinen sechsten Sinn entwickelt, wenn irgendein Ton war oder natürlich auch das Licht, dass ich zum Fenster gerannt bin. Ja. Weil diese Art von Filmen kann man nur, wenn man das irgendwie erwischt. Man kann es nicht planen, man kann es nicht vorbereiten. Entweder man erwischt es oder erwischt es nicht. Ja. Ja. Und das habe ich auch nicht erwischt und habe dann gewusst, wenn du das nächstes Mal erwischen willst, musst du so und so vorgehen. Aber ich habe mich nie eingerichtet, weil ich hatte ja immer anderes zu tun. Ja. Ja. Ich bin auch selten zu Hause geblieben. Außer jetzt das Beispiel, das du am Anfang erwähnt hast mit der Aufrichte. Dieses Fest, das habe ich nicht davon gewusst. Ich hatte geplant, am Wochenende fortzufahren. Es war ein Freitag. Morgen haben die Tische aufgestellt, das hat mich so komisch gedrückt, habe ich gedacht, irgendwas läuft hier. Und plötzlich war klar, es gibt Würste und so, und dann habe ich meinen Ausflug verschoben. Ja, weil ich gewusst habe, das ist ein wichtiger Moment. All meine Arbeiter treffen sich mit dem Chef zum Mittagessen, ja, vor meinem Fenster. Wie viel Material ist dann in dem Zeitraum entstanden? Aus wie viel Material konntest du auswählen und hast verdichtet? Gute Frage. Ich habe jetzt so viele Q&As gemacht und wollte das eigentlich immer mal in Evin ausrechnen gehen, aber es waren viele Stunden, 35, aber nicht so viele Stunden, wie wenn ich jetzt digital gedreht habe. Es war irgendwie handelbar, aber es war schon sehr viel Material. Es hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, Ende 20, sondern Ende 19, anfangs 20, wo der Rohbau fertig war, also habe ich zwar schon früher geplant, ich wollte gar nicht bis zum Finish, weil sie bauen ja jetzt noch eine schöne Eichenallee, bauen sie für mehrere Millionen und so Schnickschnack. Ich wollte gar nicht bis zum Ende dieses Palastes gehen. Ich wollte eigentlich nur ihn als Ruine Rohbau haben und dann abbrechen. Ja. Und das war dann eben Ende 19, Anfang 20, weil ich auch so viel Material schon gedreht habe und gar nicht mehr Material wollte, weil ich im Schnitt schon so weit war. Der Film ist ja auch gute 2 Stunden. Es war mir klar, wenn du jetzt noch ein neues Kapitel auftust, dann hast du nur Probleme. Jetzt hast du eine ganze Anzahl von wunderbarer dokumentarischer Szenen drin, auch beinahe schon intim oder mit der langen Brennweite, auf jeden Fall nah dran. Der Polizeieinsatz, dieses küssende Paar, die Graffiti-Sprayer, die Mädchen, die da ihr Video drehen. Einerseits die Frage, wie hast du solche Momente abgepasst, weil die sind ja auch schnell verpasst. Und die andere Frage natürlich, konntest du für diese Szenen die Rechte abgelten? Also hast du die Leute alle gefragt? Und das ist ja aus dem Fenster raus eine gar nicht unspannende Aufgabe. Ich habe allen gedankt, ja. Das ist meine Beziehung zu den Darstellern im Film, dass ich allen gedankt habe. Ja. Das Papier, das du kriegst. Naja, rechte Freigabe eigentlich. Das ist meine rechte Freigabe, ist mein Dank. Ja. Gab es da Anmerkungen dazu? Es gab schon irgendwann, einmal hat mich jemand runtergepfiffen und dann habe ich ihm das ein bisschen erklärt. Also jemand, der das Street Food Festival aufgebaut hat, ja, der wollte wissen, wieso ich da filme. Und ich habe ihm das dann nicht erklärt. Aber sonst, also ich habe nie eigentlich mit versteckter Kamera gedreht. Die Leute haben mich gesehen, das sieht man im Film teilweise auch, dass sie gucken oder grüßen. Ja, ja. Und es ist klar, dass ich als Voyeur gearbeitet habe. Das ist ganz klar, dass ich
natürlich wie ein Jäger auf der Lauer bin und das abschieße, das ist mir völlig bewusst und das will ich auch nicht verstecken. Und das ist meine Verantwortung, wie ich dann mit dem Material umgehe. Das ist, weil ich ja nie eigentlich die Leute in dem Sinne bloßstellen wollte, sondern immer an ihre Rolle in diesem Welttheater eigentlich gedacht habe, dass sie darstellen. Ja, und das war für mich vom Anfang an eigentlich klar, dass ich da, ich habe schon gewisse Szenen auch gefilmt, die ich dann nicht verwendet habe, weil es zu episodisch oder zu, weil es zu wenig ausdrucksstark für das Gesamte war. Ja. Und so habe ich mir diese Freiheit genommen und ich habe natürlich schon ein paar Mal so Filme gemacht in der Vergangenheit und weiß ungefähr, was heikel ist und was nicht und hatte bis jetzt noch nie Probleme, weil sobald man die Leute eigentlich ihnen eine starke Rolle gibt, dass sie etwas aussagen, sind die Leute meistens eher stolz, als dass sie sich missbraucht oder irgendwie verwendet fühlen. Ja, das ist so meine Erfahrung. Mhm. Eine ganz andere Lesart des Films, die mir so beim Schauen einfiel, ist, ich nenne es mal so eine Art Bauarbeiterromantik oder auch die Faszination der Zerstörung. Ich kann auch das, wenn ich die anderen Themen ausblende, mir stundenlang angucken, weil du das schön kompiliert hast. Das ist auch ein Teil deiner Erzählung. Ja, ja, es hat viel im Film von, es hat viele Bubenspielzeuge im Film, auch das Lastwagenrennen und so, das, wo man sich vorstellen kann, dass da jemand mit einem großen, so eine Anlage hat, wo er so mit kleinen Wägelchen spielt. Und klar ist, die Zerstörung ist, aber das kennen wir, dass das in dieser Tragik Schönheit drinsteckt. Und natürlich als Künstler, als Filmemacher suche ich das. Es macht keinen Sinn, so eine Zerstörung irgendwie ganz asketisch oder einfach zu drehen, weil es ja dann emotional null Effekt hat. Also ja. In dem Sinne ist es für mich natürlich schon immer so, dass ich mit dem Film versuche, kinematografisch zu inszenieren und nicht einfach irgendwie abzubilden und nicht einfach naturalistisch einen Prozess zu dokumentieren. Insofern sehe ich mich auch nicht so besonders stark als Dokumentarist oder Dokumentarfilmer, sondern obwohl völlig klar ist, dass das ein Dokumentarfilm ist und dass der Film nur so funktioniert. Aber ich gehe nicht unbedingt mit diesem, weil wenn dieses Interesse so groß wäre, müsste ich natürlich mein Atelier verlassen und neue Facetten. Das ist auch ästhetisch natürlich für mich eine Herausforderung, alles von einem Fenster aus, von einer Perspektive zu machen, in diesem Reichtum. Ja. Und insofern ist das immer auch die künstlerische Umsetzung ist so quasi genauso wichtig wie der Rest, wie das Inhalt. Mhm. Ich glaube, das ist die große Qualität, das ist der subjektive Blick, sogar sehr subjektiv, aus einer Blickrichtung von einem Ort und dann aber, wie du schon gesagt hast, tatsächlich eine urbane oder globale Geschichte der Verwandlung eines Ortes, ja, mit allen Aspekten und allen Faszinationen auch. Die letzte Frage, die ich auch wirklich wichtig finde, ist, die bezieht sich auf die Musik. Die Musik spielt eine wichtige Rolle in dem Film und ich hatte den Eindruck, und das macht mir die Sache sehr zugänglich, das ist eine ganz subjektive Auswahl deiner Lieblingsmusik, die du in der Zeit gehört hast und die du passend findest. Die Musik macht eine ganz neue Ebene der Interpretation auf, aber ohne zu behaupten, sie sei jetzt passend für das Sujet, sondern ich finde, ich habe das Gefühl, sie passt zum Autor. Ja, es sind sicher Songs, die mir gut gefallen, ja. Also, die ich aber schon länger recherchiert habe. Ich hatte auch eine viel größere Auswahl, die sich dann verdichtet hat, die ich auch ausprobiert habe, was funktioniert im Film wie aber es ist überhaupt nicht zufällig. Es ist ein längerer Prozess gewesen, und die meisten Stücke sind schon, ich habe ja schon mal ähnlich auch mit der Musik gearbeitet im letzten Film bei Days Done und dort war die Musik sehr viel, oder der ganze Film hat eine innere Geschichte erzählt, während hier eine äußere Geschichte, eine Weltgeschichte quasi erzählt wird von meinem Fenster, das trotzdem sehr persönlich ist und auch die Songs mussten irgendwie das Reflektieren. Die meisten Songs haben auch einen starken Weltbezug, wenn man dem so sagen kann, und sind nicht, sind
wenig so in dem Sinne sehr, sehr intime Love-Songs oder so dabei. Und, aber die Songs sind ja nur ein Teil. Der andere Teil ist die Musik, die eher so ein bisschen Richtung Jazz, die auch viel mehr bei den Geräuschen, beim Sounddesign ist. Und es war ja von Anfang an klar, dass ich so mehrstimmig mit diesen verschiedenen Tonquellen, auch die ganzen Stimmen und Foleys, wurde alles im Nachhinein gemacht. Ich habe ja keine Originaltöne, außer ein paar Atmos aufgenommen selber. Weil der Ton hat ja die wichtige Aufgabe, das Geschehen eigentlich dem Zuschauer viel näher zu bringen. Thomas Imbach, vielen Dank für diesen großartigen Film. Wir freuen uns außerordentlich, ihn auf dem 36. Dogfest München präsentieren zu können. Dieser Film ist auch nominiert für den Kino-Kino-Publikumspreis, gestiftet von Bayerischen Rundfunk und Dreisat. Und wenn Sie diesen Film schätzen und mögen, bitte voten Sie. Thomas, dank dir. Alles Gute nach Zürich.